Jo, und damit willkommen zurück. Ich habe jetzt gerade das Ende schon aufgenommen, deshalb sage ich nochmal Hallo. Und jetzt... Hestentheater, wir sind da. Und jetzt fange ich an, das Spiel bis dahin zu Ende zu spielen. Wir haben noch nicht geöffnet, Gentlemen. Bei meiner Seele, ich kann meinen Augen kaum glauben. Es ist der junge Sherlock Holmes, nicht wahr? Watson, erlauben Sie mir, Ihnen Philotomy Kirby vorzustellen, der zu seiner Zeit eine der letzten großen Hoffnungen für die Bühne war. Er gab sich auch große Mühe, mein Verständnis für die vielen Feinheiten der Theaterkunst voranzubringen. Also kann er immer noch gestelzt daherreden. Hören Sie nicht auf ihn. Auf mein Wort als Schauspieler. Er war der talentierteste Student, den ich je hatte. Aber jene Tage sind vorüber. Spreche ich nun mit dem ehemaligen Schauspieler oder dem weltberühmten Detektiv? Nein. Was wissen Sie über das Ensemble des Fairfax Theaters? Vor 2 Monaten kamen Sie von einer internationalen Tournee zurück. Richards, Ihr Direktor, hatte es geschafft, die nötigen Gelder zu sichern, um das Aston Theater zurückzukaufen. Scheinbar hatte er endlich seine Probleme überwunden. Welche Art Probleme hatte er? Tja, es ist immer das Gleiche mit diesen Auslandstourneen. Ihre Hauptdarstellerin heiratet einen Emir oder dem ganzen Ensemble wird das Gepäck gestohlen. Alles ist möglich. Und was immer ansteht, ist üblicherweise nichts Gutes. Aber wer hätte eine solche Tragödie ahnen können? Was für eine Tragödie? Ihre letzte Tournee begann vor etwa 3 Jahren. Zu dieser Zeit war das Ensemble im Fairfax-Theater untergebracht. Aber eine Reihe von Misserfolgen zwang die Besitzer, es mit beträchtlichem Verlust zu verkaufen. Die Besitzer waren Dwight Richards, ihr aktueller Direktor, Miss Davenport, ihre Hauptdarstellerin und Gefährtin von Richards, und ein junger Mann namens Jeffries, der sich um Make-up und Kostüme kümmerte. Nach dem Verkauf entschieden sie sich für eine internationale Tournee, um Gelder zu beschaffen. War ihr Erfolg garantiert? Ja. Das englische Theater genießt weltweites Ansehen. Während der Reisen entwickelte sich zwischen Jeffries und Miss Davenport eine enge Beziehung, was sehr zu bedauern des hitzköpfigen Richards war. Er ist Zigeuner und niemand ist so besitzergreifend und jähzornig wie ein Zigeuner. Fahren Sie bitte fort. Kurzum, eine finstere Tragödie ereignete sich in einem lateinamerikanischen Dorf, das nahe dem Amazonas zu finden ist. Eines Abends nach der Aufführung bemerkte jemand, dass Miss Davenport und Jeffries fehlten. Die örtliche Polizei wurde benachrichtigt und es wurde Alarm geschlagen. Und Richards? Mir scheint, Richards hatte auf irgendeine Weise damit zu tun. Aber es gab keinen Beweis seiner Verwicklung und ihre Leichen wurden nie gefunden. Was für ein seltsamer Fall. Wenn Sie mehr Details benötigen, sollten Sie die Schauspieler fragen. Wie Sie wohl wissen, sind Sie selten fähig, Ihren Mund zu halten. Wir sehen uns später noch, Kirby. Ja, es war schön, Sie wiederzusehen. Ja, jetzt machen wir weiter sauber hier. Reden wir mit dem jungen Mann da. Guten Tag, junger Mann. Was schauen Sie an? Ach, es tut mir leid, Sie erschraken mich. Ich schaue Sie an. Sie. Sind Sie von der Zeitung? Natürlich sind Sie das. Sie müssen hier sein, um Sie zu interviewen. Ach, das Stück ist wundervoll und Miss Carolyn wird ganz sicher herausragen. Wenn nur mein Vater diesen Tag erlebt hätte. Ihr Vater? Ja, ich bin Bruce Aston und mein Vater war Clyde Aston, der ehemalige Besitzer des Theaters. Es ist vielleicht etwas verfallen, aber während seiner Zeit wurde es so geliebt. Viele junge Schauspieler debütierten auf dieser Bühne. Und an genau dieser Stelle traf Mr. Richards zum ersten Mal Miss Davenport. Haben Sie je vom Fairfax-Theater gehört? Das ist das Theater, das zerstört wurde. Ich meine, es gehörte Mr. Richards, Miss Davenport und einem Freund von ihnen. Sie gingen auf eine ausgedehnte Tournee, aber es lief wohl schlecht für sie. Nach seiner Rückkehr kaufte Mr. Richards das Theater von der Bank zurück. Und ich hoffe, er hat weiterhin Glück. Ja, das können wir nur hoffen. Ich denke, mit der talentierten Miss Carolyn ist alles möglich. Und das Gebäude ist immer noch solide und ausreichend. Obwohl die Bank das Theater übernahm, ließen sie die Schlüssel hier. Also habe ich ab und an ein wenig sauber gemacht oder mich um kaputte Fenster gekümmert. Gehören Sie zum Ensemble?
Ja, als Mr. Richards bemerkte, wie gut ich mich um alles kümmerte, stellte er mich ein. Ich helfe Mr. Kirby ein wenig und gehe Mr. Trumpet hinter der Bühne zur Hand. Auf Wiedersehen, junger Mann. Auf Wiedersehen, Sir. So, wir müssen jetzt erstmal hier uns durchfragen, durchquatschen. Verzeihung, dürfte ich Ihnen einige Fragen stellen? Natürlich, ich bin ganz Ohr. Sie proben im Moment, nicht wahr? Ja, wir proben für das Stück, das wir am Monatsende aufführen. Sind Sie Kritiker oder Reporter? Wie Sie wissen, kamen wir gerade von einer ausgedehnten Tournee zurück. Überall, wo wir auftraten, wurden wir umjubelt. Na, ganz toll. Erzählen Sie uns von dieser internationalen Tournee. Wir traten in Frankreich, in der Schweiz und sogar für einen arabischen Prinzen auf. Bei jedem Halt wurden wir mit Beifall empfangen. Gott. Wenn ich nicht diese Tragödie zugetragen hätte, wären wir jetzt in New York. Aber das Schicksal hatte andere Pläne für uns. Ja, ja. Eine Tragödie? Welcher Art? Bestimmt haben Sie davon gehört. Alles wegen jenen in unserer Gesellschaft, die sich das Recht herausnehmen, jedes widerwärtige und vertraute Detail eines tragischen Ereignisses zu enthüllen. Und nur um etwas Aufmerksamkeit zu erheischen. Skandalös. Aber sogar ein professioneller Schauspieler wie ich respektiert die Privilegien der Presse und das Recht der Öffentlichkeit auf Information. Das ist ja nett. Ihr Feingefühl ehrt Sie. Ja. Fahren Sie doch bitte fort. Die Ereignisse fanden statt an einem der verkommensten Orte in Brasilien namens Guacamole oder Babayamo oder wie auch immer. Ich frage mich noch immer, was wir da überhaupt wollten. Um es kurz zu machen, unser talentierter Kostümbildner Mr. Jeffries hatte eine Liebelei mit der bezaubernden Miss Davenport. Leider war sie immer noch die Mätresse unseres Direktors, Mr. Richards. Ich sage Ihnen, die Spannung war unerträglich. Ja, ja. Wirklich? Aus Sicht eines Künstlers waren das die schlimmsten Stunden meines Lebens. Miss Davenport schloss sich den ganzen Tag in ihrer Garderobe ein. Mr. Jeffries zitterte so unkontrollierbar, dass er uns nicht schminken konnte. Mr. Richards sprang ein und ich muss sagen, er war ein erbärmlicher Ersatz. Mögen Sie nie Ihr Gesicht in seine riesigen, haarigen Hände legen müssen. Und dann? Unsere erste Aufführung in dieser Stadt wurde natürlich gut aufgenommen. In eben dieser Nacht ereignete sich eine Tragödie. Nicht lange nach Ende der Aufführung hieß es, Mr. Jeffries und Miss Davenport würden vermisst. Es war unmöglich, sie zu finden. Dann hörten wir, dass Mr. Richards wegen des Mordverdachts an Miss Davenport und Mr. Jeffries verhaftet worden war. Wir waren empört und höchst ungehalten. Einige fürchteten bereits, dass wir an diesem gottverlassenen Ort bleiben müssten. Wie wurde die Sache gelöst? Glücklicherweise für Mr. Richards und uns andere war der Gefängnisdirektor und Leiter der Polizei Engländer. Da unmittelbare Beweise oder eine Leiche fehlten, konnten die Anschuldigungen gegen Mr. Richards nicht aufrechterhalten werden. Er wurde auf der Stelle auf freien Fuß gesetzt. Ich denke, wenn dieser Auswanderer nicht interveniert hätte, säßen wir für immer in diesem Amazonas-Sumpf fest. Komm, kann uns mit dir zu reden. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auch keine Ursache. Zögern Sie nicht, mich wieder um Hilfe zu bitten. Ja. Ganz richtig, Watson. Jetzt reden wir noch mit der Tante hier. Hören Sie nicht auf diesen Jammerlappen. Bei Rotschöpfen bekommt er weiche Knie. Ein Polizist ist nur ein Polizist, mehr nicht. Wenn Richards jetzt nicht im Gefängnis sitzt, dann nur, weil er da nicht hingehörte. Wir sprachen über die Tragödie, die sich während Ihrer vorherigen Tour zutrug und... Sie sind nicht von der Zeitung, oder? Nein, ich denke, Sie sehen eher wie Polizisten aus. Dann hören Sie mal zu, Inspektorin. Miss Davenport war nicht mehr als eine alternde Frau, die es liebte, wenn Männer ihr zu Füßen lagen. Was? Aber... Sie spielte mit Richards und Jeffries wie mit zwei kleinen Marionetten.